Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim, die Unendliche, und dass ihr nicht glaubt, ich bin nur am Montag des Nächtens betrunken. Wir haben heute Dienstag und the same procedure as every week. Auch, wenn ich mich recht entsinne, haben wir die letzten zwei Videos, da war ein Takeout und dann eine Statusmeldung und eine Anfrage beantwortet, und wir machen hier weiter mit den Gefährten, nämlich hier. Aber ich habe das in der Zwischenzeit auch noch eine Post bekommen. Ich soll unbedingt vorbeischauen, nämlich wenn ich den richtigen Buzzer da drücke, bei den Stellen von Markart. Ja, jetzt sollte man die auch finden, da, ich glaube, das ist Markert, ja, Stelle von Markert. Ich soll unbedingt da vorbeischauen, da kann ich was kaufen, nämlich von dem Stahlburschen oder was auch immer, und das würde mich sicher sehr freuen. Schauen wir mal hin, ja, also, wir haben ja Zeit. Ist ja auch die Unendliche, und ich bin auf der Betrunkenheitsskala auf 1, ja, wir haben gerade mal eine halbe Flasche Wodka hinter uns. Und habe eigentlich Lust, ja, ein Bar von einem silbernen Hand in die, ja, Ärsche zu treten. Also von der Kameraführung könnt ihr euch heute nicht viel erwarten. Ich warte einfach, bis da wieder morgen ist. Wir haben da jetzt ja. Ich denke mal, da kommt sicher wieder so ein blöder Drache daher. Aber wir machen das ja flux mit dem, ja. So. Reden, ja, wachsam, komm her. Du? Wer bist du? Mit dir reden wir mal, komm her. Wenn ihr ein Pferd gut behandelt, dann trägt es euch bis ins Reich des Vergessens und zurück. Ja, cool, man. Ja, wer hat ihn? Mark hat was sagen, komm. Das ist Jarl Egmund. Ziemlich jung für den Herrscher des Fürstentums. Besonders, wenn es um Reach geht. Seine Loyalität zum Kaiserreich war keine Überraschung. Sein Vater half dabei, Ulfric Sturmmantel nach dem Markart-Vorfall festzunehmen. Ich will kein Pferd kaufen. Was ist der Markart-Vorfall? Das ist der ganze Grund, weshalb Ulfric sich gegen das Kaiserreich erhoben hat. Nun ja, zumindest der erste Grund. Die Abgeschworenen hatten Markart eingenommen und Ulfric und seine Männer haben sie von dort vertrieben. Das Kaiserreich hatte ihnen versprochen, dass sie im Gegenzug Talos verehren dürften. Nur schade, dass niemand die Elfen davon in Kenntnis setzte. Eine ganze Gruppe von diesen Talmor kam plötzlich an und verlangte Ulfrics Gefangennahme. Wir sind die Abgeschworenen. Bevor die Nord kamen, haben wir die alten Götter verehrt. Und hatten unser eigenes Reich. Seitdem gab es gute und schlechte Zeiten. Aber nicht alle können sich damit abfinden, dass wir nicht mehr Herr über unser eigenes Land sind. Das sind die Abgeschworenen. Die Abgeschworenen folgen den alten Wegen. Auch wenn einige davon lieber vergessen werden sollten. Blutopfer, die Zwiesprache mit den Daedra. Dieser Weg führt ins Verderben. Ja, da hast du vollkommen recht. Ja. Pferd will ich keins kaufen, also wenn mögen das... die Felsen eure Füße nicht straucheln lassen. Also wenn das... Braucht ihr einen abgerichteten Kampfhund? Der will... Ein Kampfhund ist eine gute Begleitung und ein guter Schutz. Wie lange trainiert ihr schon Hunde? Siehst du das? Meine Familie macht das schon seit Jahren. Man braucht einen, wenn man in Reach unterwegs ist. Falls Abgeschworene angreifen. Ich selbst habe einen ganzen Wurf für den Jarl abgerichtet. Da fällt mir ein, dass ich noch Hundefutter zur Festung liefern wollte. Wurzfleisch, das mögen sie am liebsten.
Ja, irgendwie gefällst du mir überhaupt nicht, Junge. Ja. Ich könnte die Lieferung für euch übernehmen. Puh, haha, haha. Ja. Oh, danke. Bringt es Voada. Sie kümmert sich um die Hunde des Jahl. Bring Gewürze, Braten zu. Pff, ja, okay. Aber, ja, ein Hund? Wir kriegen einen Hund? Ah, wie macht er weiter? Fallt nicht hin. Fallt nicht hin, okay. Okay, dann machen wir den Quest mal kurz einmal. Also gut. Was war das jetzt? Na, so ein Blödsinn. Was habe ich denn da jetzt wieder angenommen? Der, wie die Stimme, Hex Snow oder. Ja, okay. Okay. Wo müssen wir da hin? Da rein, okay. Laufen wir schnell mal rein und vielleicht hat der dann auch was Besonderes für uns, ja. Kann ja leicht sein. Also Pferde, ich weiß, dass es da ein extrem cooles Pferd gibt, das kriegen wir, das bekommen wir aber nur dann, wenn wir einen Quest abschließen. Das hat angeblich keine Angst, greift auch an, während andere Pferde, die wir kaufen. Wo müssen wir da hin? Wo ist denn der Marker? Da. Ja, verflixt nochmal. Wir haben eine Magie, ja. Wo ist denn das? Illusion. Hellsehen, ja. Komm her in die rechte Hand. Ich lüge nicht. Ich habe das Heulen der Werwölfe selbst gehört. Was waren wir? Heldenmut, oh Blödsinn, Leute. Die Legenden sind wahr. Ja, darauf geht's schon. Also. Die läuft mit. Entschuldigt, aber wisst ihr etwas über dieses Haus? Habt ihr gesehen, dass jemand hinein oder hinausgegangen ist? Ich habe keine Ahnung. Lass mich verdammt. Scheinbar leidet jeder in dieser Stadt unter Amnesie. Ja, ich komme ja zurück. Ich gehöre zu den Wächtern von Stendar. Wir vermuten, dass dieses Haus zur Daedra-Verehrung missbraucht wurde. Böse Rituale und so weiter. Hey, Alter, du hast ja auch Knickwinkel in der Ortsbibliothek. Wir sind ja da mit der Daedra-Rüstung. Ja, ich. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Finde ich cool. Okay. Bist du ein Netter? Okay. Ich weiß nicht, was ihr erwartet. Das Haus ist. Wir laufen da echt. Also, irgendwie ist die. Partie wirklich schwierig zum Laufen hier. Bei den Göttern lasst diese Zauber in Bipapo und so einen Schmarrn. Ich werde euch gleich mal zeigen, was der Jedra leisten. Also die sagen auch fast immer das Gleiche. Wenn nicht dasselbe. Wenn ihr wisst, was der Unterschied ist. Was ist denn jetzt los? Was habt ihr zu verbergen, Priester? Ich verberge gar nichts. Das ist nicht so. Wir wollten hier was kaufen. Darauf kommen. Seid ihr hier, um den Jarl zu sehen? Wer seid ihr, dass ihr euch dem Jarl von Markarth nähert? Ich bin ein Reisender, ich habe Fragen, ich suche Arbeit, ich habe einen. Ja, Alter, sag, ich wollte nur was abliefern. In Ordnung, ihr dürft euch dem Ton der Trauer nähern, aber passt auf, was ihr sagt. Haltet auf der Straße die Augen nach Abgeschworenen offen. Ja, eigentlich. Wollte ich eigentlich wissen, wo wieder. Ich berate Igmund genauso. Ja. Da müssen wir hin. Ah, da ist ein Hund. Ich will einen Hund haben.
Ich muss arbeiten, sonst reißt mir Anton den Kopf. Ich muss für die gesamte Burg kochen und kaum einer hilft. Kümmert mir. Euch nicht um die Hunde. Sie werden nervös, wenn sie nichts gegessen haben. Daher. Ja, Foada, komm her. Redet mit Anton, wenn ihr etwas braucht. Er ist der Chefkoch. Ihr Scheiß auf den Chefkoch, komm. Oh, danke. Die Hunde wurden schon unruhig. Hier, das ist für euch. Also gut. Okay. Also irgendwie ist die Festung wirklich, ja. Ein wenig grausig, ja. Okay. Aha. Wenn ich könnte, würde ich dich mitnehmen. Ich bin ein Hundenarr, Leute. Ja. Der Bund ist hier und wir behalten euch im Auge. Ja, Alter, wenn du willst, dann kannst du dich auch mit mir anlegen. Die Talmor wissen, was man mit Talus Anhängern macht. Aha. Ja, irgendwie, ja, denke ich, wir kommen dann noch einmal aufs Gespräch zurück. Also, ich laufe mal zurück zu dem Typen da, ja, beim, ja. Beim Stall und ja, ich denke aber, es wird nicht das Pferd sein, weil das Pferd, das ich eigentlich haben will, das können wir nicht kaufen. Sondern ich denke eher, dass es eine Belohnung sein wird. Oder ein Hund. Ja. Weil Hunde hätten wir kaufen können. Ja. So. So. Wer ist los? Ja, scheiße. Wir laufen mal zurück. Wenn wir nur wissen, wo der Ausgang ist. Da unten, da. Also in bewaffneten Zustand, also in Magie bewaffneten Zustand läuft die. Ja. Also sieht er wirklich wie aus dem Walt Disney Film. Da gibt es so eine Echse, die irgendwo mal in ein Westerndorf geht. Und dann die ganze Partie aufräumen. Ja, was soll's. So, du bist das, ja. Ihr wart ein guter Freund für mich. Das bedeutet mir etwas. Okay. Ein Kampfhund ist eine gute Begleitung und ein guter Schutz. Ja, hallo, du Sack. Ich hab da was für dich gemacht und was habe ich für dich bekommen? Ja, gar nichts. Ja, irgendwie, ja, ich glaube, wir sehen uns auch wieder. Aber ich nehme dir mal einen Hund ab, ja? Gut, hier bitte. Wenn es sein muss, folgt er euch ins Reich des Vergessens und wieder zurück. Cool. Ich mag die Treue eines Hundes. Nicht so wankelmütig wie ein Wolf. Einen guten Kampfhund muss man von klein auf abrichten. Andernfalls beißt er einem glatt den Arm ab. Okay, ist okay. Ich mag diesen Bellen überhaupt nicht. Ah, reden wir mal mit dir. Warte hier, du solltest wieder nach Hause gehen. Ja, was ist jetzt zu Hause? Egal, wir haben jetzt einen Kampfhund und ja, beim nächsten Mal. Wir springen da gleich einmal zurück nach Weißlauf und zu Jovaskor und dann. Also danke für den Tipp, dass wir hier einen Kampfhund kaufen können. Ich hoffe, der bringt uns auch was. Mittlerweile sind wir ja schon eine ganze Armee. Ja? Wir haben zwei Daedras. Einen Begleiter, einen Hund. Wir sind mittlerweile zu fünft unterwegs. Das finde ich cool.
Also ich habe noch kein Let's Play gesehen, wo fünf Jungs unterwegs sind. Ah, vier Jungs und eine Frau, Entschuldigung. Okay. Es liegt Frost in der Luft. Die Kälte wird meiner Ernte nicht gut tun. Tut sie nie. Schauen wir mal, ob der Junge da unterwegs ist mit uns. Doch, ist er. Okay, Leute, das war wieder mal ein Video. Ja, ja, die Unendliche und noch immer nicht weiter mit den Gefährten. Und irgendwann sollten wir doch mal Zauber lernen. Aber wir gehen jetzt rauf nach Yorbasco und sehen uns dann auch gleich wieder. Hoffe ich doch. Hoffe ich doch. Hey, Alter, mach mal eine Pause da unten. Wirklich. Also ich bewundere den Typen. Ohne Scheiß. Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Toso. Unser Hund, der noch keinen Namen hat. Den werden wir auch noch benennen. Ja, vielleicht fällt euch was ein dazu. Ich nenne ihn Sir Alter Fauler Sack. Feendal und Tosi der Farbschicht. Dann nahm ich auf und half mir das Ruder herumzureißen. Ja, du alter Saufkopf. Danke, ich hab da einen Spiegel von mir. Angenehme Nacht, Leute. Ciao.